zur Eröffnung unseres Ostermann-Wanderweges. Ja, warum Ostermann-Wanderweg? Die Willi-Ostermann-Gesellschaft, die hat also sich zur Aufgabe gemacht, Ostermann, das Ostermann-Andenken, das Liedgut und so weiter zu pflegen. Und dazu gehören auch die einzelnen Stationen der von Willi Ostermann einfach mal zu besuchen. Und dazu gehört auch unter anderem hier dieser herrliche Ostermannbrunnen. Der ist 1938 von Thomas Lisse damals gebaut worden, ist Geld gesammelt worden aus Spenden der Kölner Bürger, aus Buchverkäufen und aus damaligen Schellackplattenverkäufen. Dann hat Thomas Nissen das Lied Heimweh nach Köln zu Ende geschrieben, 2-0 für den FC. Das war früher Sülz 07, nur mal so zur Information. Und Sülz 07, da hat Ostermann auch gewohnt und hatte doch seinen Verlag, seinen Ostermann-Verlag. So, und dann haben wir, dann ist der Ostermann-Brunnen damals, ja, man kann sagen, ein bisschen verrottet. Wie das so üblich war in Köln war vieles kaputt, vieles wurde nicht mehr gepflegt. Dann hat man den Ostermann-Brunnen mit Betonplatten hier völlig umgeben, ganz modern. Dann haben wir im Jahre 97 haben wir dann eine Aktion gestartet mit dem Festkomitee Kölner Karneval, diesen Brunnen komplett neu zu sanieren. Dann haben wir hier die Umrandung neu gemacht, dann wurde die ganze Brunnenanlage, also nicht ganz erneuert, aber zumindest restauriert, und der Stein wurde komplett restauriert. Das hat damals, sage und schreibe, 175.000 Mark gekostet, sodass er wieder so schön ist, wie er heute ist. Wir haben hier auch ein paar Einzelspender hier auf unserer Tafel stehen und wir haben also damals dafür gesorgt, dass dieser Stein oder dieser Brunnen wieder in diesem Glanz erstrahlt. Ja, wir haben auch einen Spender, der jedes Jahr das Wasser, das die Firma Nolden, das Wasser hier für den Brunnen bezahlt. Er hat noch keine Rechnung bekommen, deswegen läuft auch die Kölner Lichterwochen ist zu groß, oder? Ja, ja, also in Köln ist das ja immer so, gibt es schon mal in der Hinsicht Probleme. So. Ich darf Ihnen jetzt mal unseren Archivar Dr. Jan Hensel vorstellen. Komm mal an meine grüne Seite, hier nach oben, da sieht man dich besser. Er wird jetzt den Wanderweg mit euch fortführen. Ich gehe natürlich mit, aber er ist derjenige, der alle Stationen abgesucht hat, besucht hat, fotografiert hat und auch den Bericht geschrieben hat. Und wir haben heute hohen Besuch, der ist gerade aus Hongkong frisch hier angetroffen. Jörg Petersen, herzlich willkommen. Er ist Mitglied der Ostermann-Gesellschaft schon seit langen Jahren und steht in seiner Litewka immer in Hongkong am 11.11. in der Kneipe und feiert doch die Eröffnung des Karnevals mit uns. Darf ich dazu sagen, lieber Jörg? Ja, auf dich besonders ein dreimal Kölle! Kölle! Ostermann! So, und jetzt bitte schön das Wort Dr. Jan Hensel. Ja, vielen Dank, lieber Peter. Liebe Ostermann-Freunde, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem tollen Tag für uns, für die Ostermann-Gesellschaft, denn wir wollen heute sozusagen dem Ostermann-Wanderweg so ein bisschen einen Anschub geben. Der Ostermann-Wanderweg ist eigentlich eine Sache, die schon relativ lange in den Köpfen vieler in der Gesellschaft rumgespukt ist, wenn ich das so sagen darf. Und weil wir ja letztendlich einer der Gesellschaften sind in Köln, die einen konkreten Bezug zu einer konkreten Person haben. So heißen wir nämlich die Willi-Ostermann-Gesellschaft. Und da ist natürlich, der Willi Ostermann Kölner ist, hier geboren worden ist und hier auch letztendlich gestorben ist, was liegt näher als letztendlich die Stationen von Willi Ostermann so ein bisschen mit konkreten Orten, wenn man so möchte, zu verbinden. Und so hat insbesondere unser Wanderexperte, der Dieter Murk, Mitglied der Gesellschaft und im Senat, der heute leider nicht da sein kann, der aber, wer ihn kennt, jeder weiß, dass der Dieter Murk, wenn ich das so auf Neudeutsch mal sagen kann, ein Hardcore-Wanderer ist und er sozusagen da maßgeblich die Wegstrecke an sich erstellt hat und gesagt hat, gut,
das ist realistisch, wobei man immer sagen muss, was für den einen sozusagen noch gerade machbar ist, ist für den anderen definitiv zu viel. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir versuchen zumindest einigermaßen diesen Weg von der Länge her zu gestalten und nach Möglichkeit dann auch an die verschiedenen Stellen, wo Ostermann gewirkt hat oder wo es einen Bezug zu Ostermann oder zur Ostermann-Gesellschaft gibt, hinzuführen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, aus dem Internet oder aus unserem Festheft, wie auch immer, der Weg beginnt an seinem Geburtshaus in Mülheim, in Bergisch-Gladbacher Straße. Das ist, wo heute die Feuerwache steht. Da befindet sich auch eine Tafel. Das war das, oder an dieser Stelle war das Geburtshaus von Ostermann. Dann führt der Weg durch Mülheim durch an seiner Taufkirche, der Liebfrauenkirche, vorbei, wo auch in der Liebfrauenkirche im Eingangsbereich eine Tafel ist, die der Senat der Ostermann-Gesellschaft hat anbringen lassen. Dann geht es weiter zum Rhein, am Rhein entlang Richtung Deutz. Auch in Deutz hat Ostermann ja einen großen Teil seiner Lebenszeit, insbesondere seiner Schulzeit und seiner Jugendzeit, verbracht. Dann geht es weiter über die Brücke auf die andere Rheinseite und dann sind wir sozusagen dann irgendwann hier am Heumarkt. Und der Heumarkt hat natürlich nicht nur für Kölner an sich, sondern auch für Ostermann und auch für die Ostermann-Gesellschaft eine sehr große Bedeutung. Denn der Heumarkt, jeder wird es wahrscheinlich wissen, ist der Platz, wo am 11.11. die Sessionsöffnung stattfindet. Inzwischen ist es ja so, wenn man sich vorstellt, am Anfang hat die Sessionsöffnung hier in dieser Enge, sage ich mal so, stattgefunden. Sozusagen sind wir gerade an dem Ort, wo alles begann. Aber verständlicherweise ist es natürlich so, dass das irgendwann dann zu klein wurde. Und so sind wir dann weitergewandert zum Altermarkt. Aber auch der Altermarkt wurde irgendwann zu klein. Und so sind wir jetzt inzwischen auf dem Heumarkt. Und wenn ich das so sagen darf, auch der Heumarkt wird vielleicht irgendwann zu klein werden. Insofern muss man mal gucken, ob man die Damen und Herren in Köln mal bittet, vielleicht einen etwas größeren Platz zu schaffen, dass wir die Ostermann-Gesellschaft demnächst an die Sessionsöffnung